Wir sind in Magdeburg bei der Sternauto GmbH und wir haben eine ganz spezielle Probefahrt. Ich werde nicht fahren. Da hinten steht das gute Gerät, mit dem es gleich losgeht. Und wer das fährt und was wir vorhaben, seht ihr jetzt. Ich hab's vorbereitet. Du wolltest eine Probefahrt machen, oder? Ja, genau. Neue B-Klasse. Ja, ich bin gespannt. Weil die alte kenne ich ja schon. Okay. Du hast gesagt, bei der neuen ist es ein bisschen anders. Von daher... Es ist ein anderes Auto. Ich verspreche dir. Okay, ich bin gespannt. Lass mal ausprobieren. Los geht's. Probefahrt. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich auch. Weil ich muss sagen, das Auto... Also, man hat ja seine Vorurteile der B-Klasse. Die hat man, ja. Die hat man wirklich. Total. Und genau dieses Image will ja Mercedes-Benz abschütteln. Weil man will den Zwiespalt machen. Also man will irgendwie so beides erreichen. Also einmal die gegebene Zielgruppe, die man so hat. So, ich nehme jetzt mal dich. Du bist jetzt nicht der typische B-Klasse-Fahrer. Weil B-Klasse-Fahrer ist so... ich sage so, meine Eltern. Etwas älter. Ja, wegen dem hohen Einstieg. Genau. Quasi die alten A-Klassenfahrer, weil sie einen hohen Einstieg hatten, weil es angenehm ist zum Einstieg. A-Klasse ist jetzt zu sportlich geworden, also für diese Zielgruppe, deswegen ja. B-Klasse. Hat auch seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, aber trotzdem so als junge Leute hat man so eine B-Klasse. Man konnte sich die alte schon auch schick machen, aber das war nicht so die Zielgruppe. Da hast du schon gesehen, man konnte sich schon mit schönen Felgen und so ein bisschen Paketen und so schon schick machen, aber ja. Und jetzt haben wir hier eine AMG-Optik schon mal dran. Das ist schon mal top. Also das ist schick, schon, muss ich sagen. Genau, das ist ja wirklich das. Und man will halt den Spagat schaffen zwischen die Zielgruppe behalten, die sie hat, aber auch natürlich eine junge Zielgruppe mit reinnehmen. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob es das schafft. Also beim ersten Blick sag ich schon mal, geschafft. Würde ich sagen, vorne die Front zum Beispiel sportlicher geworden. Schick. Viel, viel, viel sportlicher. Ist ja schick. Und wir düsen jetzt nämlich deswegen mal, also weil wir nicht nur die Optik bewerten wollen, sondern weil wir auch die Fahreigenschaften bewerten wollen, düsen wir ein bisschen im Umland von Magdeburg rum. Richtig. Das ist also sozusagen meine Heimat hier. Fast zumindest. Und also Optik hat er schon mal Pluspunkte. Vorne die Optik ähnelt ja allen so ein bisschen. Geht so in Richtung A-Klasse so ein bisschen. Ja. Und Heck, muss ich sagen, ist auch schön. Es ist nicht mehr so dieses kastenartige. Genau, es ist immer so eine fließende Form. Genau. Eleganter, und sportlich elegant. Seitenführung auch cool. Also muss ich sagen, da muss man echt sagen, gelungen. Aber nur von der Optik her sage ich jetzt nicht, also ist es so ein Auto, was ich sage, sofort kaufe ich. Da bin ich noch bei der C-Klasse. T-Modell. Ja, verstehe ich. Aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Spagat ist bei den Leuten, die schwanken zwischen der C-Klasse oder vielleicht auch einer A-Klasse. Mhm. Die sich aber sagen, ich brauche was dazwischen, weil Mutti hätte gern was Kleines, Vati hätte gern was Großes für die langen Reisen und so. Ist das vielleicht gar nicht so ein schlechter Spagat, weil das genau dazwischen liegt? Weil du hast natürlich echt mehr Platz hier. Ne? Ja. Also, ich muss sagen, generell vom Konzept her auf jeden Fall riesengroßer Fortschritt bei dem Auto. Hier drinnen alleine auch. Alle Features, die der vorherige hatte und mehr. Ist nicht wahr. Ja. Alle, die er vorher hatte und mehr. Glaub mir. Die haben bei einem neuen Auto quasi neue Sachen reingepackt. Ob du es glaubst oder nicht. Das ist krass. Die trauen sich was. Aber gut. Du, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Alles grün. Danke. Ja. Ach, das ist dieses Licht, jetzt habe ich es. B200. Fahren wir. Ja. Also es gibt ja 5 verschiedene Varianten. 3 Diesel, 2 Benziner, B180 und B200. Mhm. Und dann gibt es auch den B220 als Diesel. Auch ein guter Motor. Mhm. Also ich muss sagen, die Vielfalt hast du. Da kannst du aussuchen, was du willst. Also von daher... Für das Auto doch optimal, von der Motorisierung her. Also... das ist ja das, was man ja auch braucht. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, der kleine Motor reicht vollkommen aus wegen Verbrauch und ist trotzdem spritzig genug. Und wenn du doch mal eher Langstrecke fahren willst und ein bisschen mehr Bums brauchst, ist der B200 schickes, schnelles Auto, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, du kriegst was rein, kriegst hinten die Kiddies rein. Ja. Du kannst vorne, können Mama und Papa sitzen. Da hast du, ich habe mich eben mal vorne mal reingesetzt, spaßeshalber. Da hast du richtig Platz an den Knien. Ja, und du sitzt nicht nur gut, sondern du sitzt auch noch schön.
Das ist auch ein riesengroßer Fortschritt, finde ich, ich persönlich. Du hast jetzt hier, ich meine, gut, wir haben die AMG-Optik. Du hast ein Carbon hier, also Carbon-Nachbildung. Du hast diese schön rote Ziernähte. Du hast die Sitze schön mit Stoff- und Alcantara-Nachbildung beziehungsweise die Wildleder-Nachbildung. Sieht auch sportlicher aus, die Sitze hinten. Ein bisschen wie Sportsitze hinten. Ich glaube wahrscheinlich auch durch die Nähte, ne? Ja, das wirkt halt einfach. Und dann rote Nähte, wirkt eh immer so ein bisschen aggressiver, ein bisschen sportlicher. Ja, ja. Also ich muss sagen, das ist richtig geil. Du hast alles, was du brauchst. Also die Anzeige hier, ich habe irgendwie auch vorne so gegen ein Rädchen hier gekommen, da kannst du ja sogar umstellen. Am Lenkrad kannst du sagen, was du halt haben willst. Das Nein. Der Oberknaller, dass du es hier personalisieren kannst. Nein, ja, genau. Ja, nee, war bei der alten B-Klasse nicht so. Ich weiß, ja, aber schön gemacht. Das sind die neuen Dinge, die in dem neuen Auto drin sind. Ach, guck an. Ja. Linke Seite am Lenkrad ist für das linke Display. Ah. Rechte Seite am Lenkrad ist für das rechte Display. Beziehungsweise hast du die untere Zeile ist halt nochmal dann der Distronic oder Tempomat. Mhm. Rechte Seite nochmal so laut, leise, Telefon und so weiter. Sprachsteuerung. Das rechte Display hier ist auch Touch. Ah, das ist super. Wie oft ich das hatte, dass man da hingedatscht hat, den Monitor dreckig gemacht hat, aber nichts passiert ist. Ja, genau. Dass man gedacht hat, ah, ich muss in der Mitte was und machen. Und jetzt machst du ihn dreckig und es bewegt sich sogar. Das ist doch toll. Ja, Mensch, das ist ja cool. Und das, ach so. Ah. MBUX heißt das Ganze. MBUX. Du kannst ja nicht nur per Touch hier das Ganze machen, sondern, pass mal auf jetzt. Hey Mercedes. Ja, bitte. Fahre uns zu Sternauto GmbH in Magdeburg. Die Route zum Ziel Mercedes-Benz-Renn Sternauto GmbH Magdeburg wird berechnet. Rechts abbiegen. Alter! Das ist ja geil. In 300 Metern rechts abbiegen. Das ist aber auch geil, oder? What? Ja, der zeigt das jetzt an im Display. Guck mal, der zeigt dir die Straßen an. Das sind die zwei Straßen. Und er zeigt dir gleich an, wenn du abbiegen musst, auf welche Spur du wechseln sollst. Ach, hör auf. Ja, das ist ja geil. Das ist wirklich geil. Also, da. Ach, gucke. Ist das nicht geil? Das ist ja geil. 600 Metern rechts abfahren. Das ist ja super. Also, ich meine, das ist ja mal sowohl was für junge Menschen, als auch für alte Menschen. Das ist ja ein Knaller. Und jetzt gibt's noch was. Hey, Mercedes. Ja, bitte. Stelle die Temperatur bitte auf 17 Grad. Ich stelle die Temperatur auf 17 Grad. Es wird ein bisschen kalt drin, sorry. Ich habe eine Jacke an. Ganz ehrlich, also ja. Oh, jetzt pustet hier ein los. Das ist ja geil. Aber so gut wie das funktioniert, ich meine, man kennt ja Sprachsteuerung von anderen Geräten. Ich bin jetzt wirklich echt beeindruckt, wie gut die zuhört und auch versteht und auch gleich schnell umsetzt. Mit meinem Dialekt meinst du jetzt? Ja, auch. Ja. Auch. Da sagt er, guck, B189, sagt er jetzt hier links reinfahren. Und dann wissen wir, das stimmt aber nicht, weil wir fahren B200. Den B189 gibt's gar nicht. Ja, siehst du, warum zeigt die das dann? Aber was sagst du jetzt? Weil ich meine, du kennst die alte B-Klasse. Ja. Was sagst du zur neuen? Du, die ist echt schick geworden, muss ich sagen. Also äußerlich auch, echt einen Riesensprung mache. Innen auch, ist schon, würde ich sagen, ein anderes Auto. Aber Fahrdynamik, ja, weiß nicht, ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen auf älteres Publikum vielleicht abgestimmt, oder? Also das ist die neue B-Klasse. Die sieht nicht nur sportlicher aus, sondern die ist auch vom Fahren her besser. Aber um das zu testen, tauschen wir einfach mal die Plätze. Ja, das zeigt mir mal, da bin ich mal echt mal gespannt. Weil, ja. Halten wir hier vorne mal an und dann tauschen wir einfach mal. Okay. Das Gute ist, du hast ja auch die Memory-Funktion in der Tür. Ja. Ist ja auch neu. Also das heißt, du hast jetzt hier die Memory-Sitze halt auch, kannst du schön alles einstellen. Also kann Mama, Papa und vielleicht auch Kind, wenn du schon Führerschein hast. Ja. Bei der Zielgruppe normalerweise, ja. Ja, könnte sein. Und dann kann es losgehen. Ich stelle mir das aber nochmal alles hier richtig ein. So, jetzt bin ich aber gespannt. Muss ich mich festhalten? Naja, vielleicht. Jo, mal gucken. So. Aber das Ding jetzt schön erstmal aufs Dach legen. Naja. Nein, du darfst immer nicht mehr vergessen, ja, du hast jetzt hier immer noch eine B-Klasse, einen 200er. Mhm. Ja. Geht aber, oder? Das geht echt ganz gut. Der liegt ja wie eine einzelne Kurve. Ja. Ich meine, du bist da eben rein
Ja, wenn du so merkst, wie spürst so. Ah, ja, schaukelt sich auch nicht auf. Ja, schaukelt sich nicht auf. Perfekt, auch so. Das, was du ins Auto reingibst, an Lenkbewegung, an Gaspedal, an Bremsen, das kommt auch an. Das ist ja oftmals so, du lenkst und es fühlt sich schwammig an oder so, aber hier, das ist komfortabel. Mhm, ja. So soll es aber auch sein. Genau. Und, aber trotzdem sportlich. Wenn du fahren willst, sportlich geht. Also, der Otto Normalverbraucher wird das wahrscheinlich nicht so fahren. Aber wenn du doch mal in eine Gefahrensituation kommst und sagst, uiuiui, dann legst du dich nicht gleich aufs Dach. Du hast halt immer diesen Sicherheitsaspekt mit im Hinterkopf. Du weißt, es passiert einfach nichts. Nee. Ich kann gemütlich fahren und wenn ich doch mal irgendwie mal so sage, Frau und Kind sind raus aus dem Auto, dann kannst du doch mal ein bisschen so ein, zwei Kurven ein bisschen schneller fahren. Fadi ist heute spät dran. Genau, und es gibt zeitig Essen. Ja, ist eine Familienkutsche, eine dynamische Familienkutsche. Hätte ich jetzt noch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Unterschätzt. Und das ist genau das, was man sich nicht vorstellt. Die neue B-Klasse, die hat wirklich nicht nur die Optik, sondern auch das Fahrgefühl von so ein bisschen A-Klasse und C-Klasse mit drin. Naja. Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, nehme ich A oder nehme ich C? Nehmt doch einfach die B-Klasse. Ja, die goldene Mitte. Weil es ist genau die Mischung. Ja. Ist zwischen A und C. Ja, stimmt. Ich parke den dann jetzt wieder oder machen wir so, oder? Ich würde noch vielleicht mal kurz eine Runde. Nochmal eine Runde? Ja. Okay, ich warte hier auf dich. Ja, ich würde das doch wieder bringen. Ich würde mal kurz machen, uiuiui, fahr die jetzt eilig, die Nummer. Okay. Ja, alles klar, super. Also, so machen wir das. Flo? Vielen Dank. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Das, hätte ich nicht gedacht. Bin echt positiv überrascht. Und jetzt bin ich auf Fadi kommt zu spät. Bin gespannt.